Ciao Leute, auf der Rückreise von Italien nach Zürich habe ich in der Nacht auf der italienischen Autobahn einige Messreihen gemacht, um den durchschnittlichen Verbrauch meines Model Ys Long Range zu messen. In diesem Video erkläre ich die Bedingungen der Tests, den Versuchsaufbau, präsentiere eine Auswertung und ziehe einen abschließenden Fazit. Zur besseren Orientierung nutze bitte die Kapitelnavigation. Sollte dieses Video hilfreich für dich gewesen sein, vergiss bitte nicht, die entsprechenden Knöpfe zu drücken. Nun aber legen wir los. Viel Spaß! Zu den Testbedingungen. Die Autobahnstrecke zwischen Rimini und Milano ist relativ gerade und verläuft auch nahezu komplett flach. Das waren, wie ich fand, die idealen Bedingungen für einen Verbrauchtest. Wir waren zwei Erwachsene und zwei Kinder im Auto. Die Zuladung betrug etwa 40 Kilogramm. Außentemperatur betrug zwischen 28 und 30 Grad Celsius. In dieser Nacht war es weitestgehend windstill. Im Wagen lief die Klimaanlage auf Stufe 4. Der Versuchsaufbau. Auf der relativ freien Autobahn bin ich mit Autopilot mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten weitestgehend ohne die Pedale zu betätigen je 10 Kilometer gefahren und habe den durchschnittlichen Verbrauch auf diesen 10 Kilometer Abschnitten abgelesen. Die Auswertung. Pro Geschwindigkeitsangabe habe ich eine Reihe von 2 bis 4 Versuchen gemacht und werde hier den Durchschnittsverbrauch aus diesen Versuchen präsentieren. Da man auf Langstrecke meist zwischen 10 und 80% Batterieladung fährt, werde ich diese 70% der gesamten Batteriekapazität nehmen, was in meinem Falle 75 Kilowattstunden sind. Also ergibt sich daraus 52,5 Kilowattstunde effektive Batteriekapazität, die man nutzt, und werde diese mit dem jeweiligen Verbrauch kombinieren. Daraus ergibt sich eine reale Reichweite zwischen 2 Aufladestopps. Für die maximale Reichweite werde ich die Gesamtkapazität der Batterie nehmen, also 75 Kilowattstunden. Bei einem Ladestopp an einem Supercharger, wo man von 10 auf 80% auflädt, braucht mein Model Y ungefähr 30 Minuten. Nun zu den eigentlichen Messwerten. Bei 130 km/h ergeben sich folgende Messwerte: 199, 190 und 218 Wattstunde pro Kilometer. Dabei ergibt sich der Durchschnittsverbrauch bei 130 km/h von 202,33 Wattstunde pro Kilometer. Die errechnete maximale Reichweite ist also 370 km und die reale Reichweite beträgt dabei 259 Kilometer. Nun zu den Messwerten bei 140 km/h. Bei mir waren es 233, 248 und 242 Wattstunde pro Kilometer. Der Durchschnittsverbrauch bei 140 km/h war demnach 241 Wattstunde pro Kilometer. Die berechnete maximale Reichweite beträgt 311 Kilometer. Die reale Reichweite bei 140 km/h beträgt gerade mal 217 Kilometer. Nun zu der Messreihe bei 120 km/h. Hier lagen die Werte sehr nah beieinander, deswegen habe ich nur 2 Versuche gemacht. Das waren 194 und 190 Wattstunde pro Kilometer. Im Durchschnitt ergibt es also einen Verbrauch von 192 Wattstunde pro Kilometer. Daraus ergibt sich die maximale Reichweite von 390 Kilometer und eine reale Reichweite von 274 Kilometer. Nun reduzieren wir die Geschwindigkeit auf 100 Kilometer pro Stunde. Meine Messungen ergaben 153 und 165 Wattstunde pro Kilometer. Im Durchschnitt also verbraucht der Wagen 159 Wattstunde pro Kilometer. Die errechnete maximale Reichweite ergibt 471 Kilometer. Die reale Reichweite 330 Kilometer. Bei der nächsten Messung sind wir ganze 40 Kilometer lang mit 90 km/h gefahren und haben natürlich sehr viel gespart. Wurden auch sehr oft mal überholt, weil die Richtgeschwindigkeit in Italien auf der Autobahn beträgt normalerweise 130 km/h. Nun aber zu den Messwerten. Das waren bei mir 2x 133, einmal 147
und einmal 124 Wattstunde pro Kilometer. Im Durchschnitt verbraucht der Model Y bei 90 km/h also 134 Wattstunde pro Kilometer. Die errechnete maximale Reichweite beträgt dabei 560 km. Das ist deutlich höher als die offizielle WLTP-Angabe, die bei Tesla Model Y 533 km beträgt. Die reale Reichweite beträgt dabei 391 km. Wir sind mit unserem Model Y bereits über 9300 km gefahren und der durchschnittliche Verbrauch über diese Strecke war 176 Wattstunde pro Kilometer. Das ergibt eine reale Reichweite von 298 km und eine maximale Reichweite von 426 km. Kommen wir nun zum Fazit. Die Reichweite eines Tesla Model Y reicht von 217 bis 560 km und hängt von sehr vielen Bedingungen ab. Allem voran ist es aber die Geschwindigkeit. Aber auch die Steigung spielt eine sehr große Rolle. Des Weiteren können äußere Einflüsse wie Außentemperatur und Gegen- bzw. Seitenwind spielen. Ob ihr die Klimaanlage oder Sitzheizung bei der Fahrt einschaltet, spielt dabei eine eher geringere Rolle als eben die Geschwindigkeit, mit der ihr unterwegs seid. Wie auf dem Diagramm zu sehen ist, wird die reale Reichweite bei der Reduzierung der Geschwindigkeit von 140 auf 90 km pro Stunde fast verdoppelt. Bei einer längeren Fahrt mit mehreren Ladungen plant Tesla Navigation die Route bereits selbst sehr gut und berechnet die benötigten Ladepausen mit ein. Führt euch außerdem meist sicher um die Staus herum und vermeidet neuerdings auch Wartezeiten bei möglicherweise zu stark ausgelasteten Superchargern, indem auf andere Supercharger auf der Strecke ausgewichen wird. In Europa gibt es heute im Jahr 2022 bereits mehr als 800 Supercharger-Standorte mit meist mindestens 8, aber öfters auch über 20 Ladeplätzen. Um möglichst zeiteffizient zu bleiben, solltest du versuchen, mit einer Restladung um die 10% an einem Supercharger anzukommen. Das lässt sich relativ leicht durch die Reisegeschwindigkeit regeln. Zum Beispiel circa eine halbe Stunde vor der Ladepause kannst du normal etwas zügiger fahren, solltest du aber versuchen, die richtige Abfahrt dabei nicht zu verpassen. Die verbliebene Restladung beim nächsten Stopp wird nun seit wenigen Updates direkt in der Navi angezeigt. In Kürze werde ich hier auch von unserem Roadtrip nach Italien berichten. Um dieses Video also nicht zu verpassen, abonniere gerne den Kanal. Ja, das war's auch schon. Vielen Dank fürs Vorbeischauen. Bleib gesund, fahr vorsichtig und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.